final hope. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Zelda Tears of the Kingdom. Wir bauen ein Boot, aber diesmal ein fortgeschrittenes Boot mit Elektroantrieb, mit Ventilatoren, die wir hinten drauf schrauben auf das Ganze. Wenn ihr den zweiten Schrein bereits gemacht habt und seid ihr rausgekommen und habt eure Batterie erhalten, also erst dann ist das Ganze natürlich möglich und dann haben wir die Möglichkeit, die Bauteile, diese Sonu-Bauteile mit Strom zu versorgen und dementsprechend ein Boot zu bauen, was von Ventilatoren angetrieben wird. Das bedeutet dann halt auch ganz ohne Wind und Segel von A nach B nach Z kommt, wenn die Batteriedauer natürlich reicht. Wir bauen uns also erstmal wieder ein Boot, indem wir drei Baumstämme nehmen. Die kleben wir schön beieinander, so dass das auch einigermaßen schick aussieht, so wie hier in diesem Beispiel, ganz genau. Und dann liegen hier diese Ventilatoren rum. Da müsst ihr darauf achten, ne? Die große Öffnung muss zur Rückseite zeigen vom Boot. Ne? Kann man ja ganz gut erkennen, wie so ein Ventilator halt aufgebaut ist. Ne? Und dass diese Seite hier in eure Richtung zeigt, das bedeutet halt Rückseite vom Boot, wenn ihr das Ganze genauso baut, wie ich das hier gerade mache. So, da bringen wir zwei Stück von an, damit das Ding auch richtig Dampf hat und vor allem geradeaus fährt. Einen auf die rechte Seite, einen auf die linke. Links haben wir schon, rechts kommt jetzt. Wieder schön brav drehen, nach unten setzen, aufpassen, dass wir ihn nicht an den zweiten Ventilator batschen, sondern wirklich unten auf den Baumstamm. Und dann können wir das Ganze auch schon zu Wasser lassen. Und dann müssen wir nur zusehen, dass wir halt, sage ich mal, fahrtmäßig, da habe ich wieder die falsche Taste gedrückt. Ich wollte doch die andere nehmen, die da, genau, die sollte es sein, die Taste auf der linken Seite. Dann tragen wir das Boot jetzt, wie gesagt, zu Wasser. Und da ist es dann halt noch entscheidend, wie lange die Batterie reicht, dass wir halt, ja, wie viel wir überqueren können an Wasser mit denen, weil wenn die Batterie leer ist, dann versagen die. Wir müssen jetzt noch einmal die Ventilatoren anschlagen, sozusagen, damit die anspringen, sobald wir auf dem Boot drauf sind. Und das machen wir hier auch. Und das war's zum Ventilatorboot in Zelda Tears of the Kingdom. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen, dann verpasst ihr hier natürlich weiter kein neues Video. Ich danke euch fürs Dabeisein und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.